Umweltschutz ist in unserem Unternehmen ein wesentlicher Aspekt. Müll und Umwelt müssen zwei verträgliche Begriffe sein. Das wird durch viele Fakten belegt. Die Erde ist uns nur eine Leihgabe. Sie ist ein Lieferant für wertvolle Bodenschätze und bietet uns allen Orte der Erholung und Entspannung. Eine Leihgabe, die wir pflegen müssen. Illegale Abfallentsorgung ist kein Kavaliersdelikt. Wir alle tragen die Verantwortung für unsere Umwelt. Die auf der Erde vorhandenen Rohstoffe sind nicht unbegrenzt vorhanden. Der Energieverbrauch unserer technisierten Welt steigt von Jahr zu Jahr. Es wird heute mehr Holz verbraucht, als uns die Natur nachliefern kann. Das alles erfordert ein Umdenken. Die alternative Energieversorgung ist ein Teil der Lösung. Rohstoffrecycling ein anderer. Als das familiengeführte Unternehmen 1945 gegründet wurde, hatte der Begriff der alternativen Energiegewinnung und des Wertstoffrecycling bei weitem nicht den heutigen Stellenwert. In Kleves Oberstadt startete die Firma Delorein als Lieferant für Kohle und Briketts. Doch schon 1972 haben die Väter der heutigen Firmeninhaber Christoph und Thomas Delorein die Erweiterung des Betriebes in die Abfallentsorgung umgesetzt. Das Unternehmen expandiert und man siedelt ins Gewerbegebiet zur Dinnendalstraße um. Die Anforderungen an Fahrzeugen und Technik werden höher und so entsteht in den folgenden Jahren der heutige Fuhr- und Maschinenpark. Die Firma Delorein beschäftigt nun 26 Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter werden ständig weitergebildet, um den heutigen Anforderungen im Transport- und Entsorgungswesen gerecht zu werden. Die Zeiten, wie frühere Generationen die Müll entsorgen kannten, die sind schon lange vorbei. Alles in eine Tonne, ab auf die Deponie oder die Verbrennungsanlage, das gibt es heute nicht mehr. Das ist alles zum Rohstoff geworden. Wir müssen sortieren, um auch künftige Generationen mit Rohstoffen zu versorgen. Unser Bestreben ist es, mindestens 80% der Rohstoffe aus dem Müll der Wiederverwertung zuzuführen. In der Administration laufen alle Fäden zusammen. Alles klar, ändere ich ab. Besprechungen gehören zum Tagesgeschäft. Zweimal Müll und Papier. Mit den unterschiedlichsten Aufträgen, Fahrzeugen und Containern unterwegs. Für jeden Zweck den passenden Container. In allen Größen bis 40 Kubikmeter. Auf den Plätzen der Firma herrscht reges Treiben. Zuerst die Waage. Dann zum richtigen Platz. Holz fällt in allen Formen an. Für Abfallholz sind Gefahrenkategorien vorgegeben. Imprägniertes Holz wie Gartenzäune oder Bahnschwellen sind der Kategorie A4 zugeordnet. Diese Gefahrenklasse unterliegt besonderen gesetzlichen Vorschriften und kann durch die Firma Delorein nur bei entsprechenden Industrien entsorgt werden. Nicht schadstoffbehandeltes Holz wird sortiert, in den verschiedensten Stärken geschreddert und dient einerseits der Energiegewinnung, zum Beispiel als Heizmaterial in Gärtnereien. Andererseits wird es zu Spanplatten oder Pressholzpaletten recycelt und somit wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt.
Dadurch bleibt manchem Baum das Abholzen erspart. Verpackungsfolien durchlaufen viele chemische Prozesse, bevor sie wieder vielleicht als neue Verpackung zurückkehren. Ähnlich geht es mit den PET-Flaschen. Ist dieser Prozess aber durchlaufen, finden wir später unsere PET-Flaschen als neue Flasche oder aber auch in Strümpfen oder T-Shirts verarbeitet wieder. Der Wirtschaftskreislauf schließt sich, ohne dass Bodenschätze in einer Vielfalt dafür eingesetzt werden müssen. Nicht nur nachwachsende Rohstoffe wie Mais oder Raps landen in der Biogasanlage. Gartenabfälle und auch nicht mehr genießbare Lebensmittel gehören ebenfalls dazu. Eigentlich alle Lebensmittel vor und nach dem Essen leisten hier ihren Beitrag zum Biogas. Das gewonnene Gas kann zum Betrieb von Fahrzeugen, Erzeugung elektrischer Energie oder zur Einspeisung ins Gasversorgungsnetz genutzt werden. Es gibt viele Stahlschrottsorten. Jeder hat seine spezifische Eigenschaft und sie werden daher nach Sorten getrennt. Kupferkabel müssen von der Ummantelung gelöst werden. Aber alle haben eins gemeinsam. Sie können wieder zurück in den Wertstoffkreis. Für jede Tonne Stahlschrott, die anstelle von Roheisen bei der Stahlerzeugung eingesetzt wird, brauchen 1,5 Tonnen Eisenerz nicht abgebaut und 0,5 Tonnen Brennstoff wie Kohle oder Schweröl nicht gefördert werden. Papier und Pappe sind gut recycelbare Wertstoffe. Circa 80% des heute verkauften Papiers ist Recyclingpapier. Die meisten Tageszeitungen werden aus 100% Altpapier hergestellt. In der Papierhalle wird das Altpapier zu Ballen gepresst und gelagert. Später erfolgt der Transport zur Weiterverarbeitung in den entsprechenden Betrieben. Es wird Holz und Wasser eingespart. Dadurch erreicht man eine Energieersparnis von ca. 60% gegenüber der Produktion von Frischfaserpapier. Rund 88 Millionen Tonnen Bauschutt, mineralische Bauabfälle, fallen bundesweit jährlich an. Auch im Baubereich werden natürliche Rohstoffe knapp. Kiesbrüche oder Steinbrüche werden nicht mehr so schnell genehmigt wie zu früheren Zeiten. Was liegt also näher als Bauschutt zu recyceln? Der sortierte Bauschutt wird zur Weiterverarbeitung verbracht, wo er mit Steinbrechmaschinen in den verschiedensten Körnungen zerkleinert wird und später dann zum Beispiel als Frostschutzschüttgut im Straßenbau seine Verwendung findet. Auch andere Materialien werden sortenrein sortiert und entsprechenden Verarbeitungen zugeführt, so wie zum Beispiel Fensterrahmen oder Glas oder Altreifen. Die Firma Delorein ist eine genehmigte Sammelstelle für Lightcycle-Artikel. Dazu zählen Neonröhren, LED- oder Energiesparlampen. Nur durch die richtige Entsorgung dieser Artikel können fast 90% dieser Materialien wiederverwendet werden. Abfall fällt natürlich nicht immer sortenrein an. Dieser nicht sortenreine Abfall wurde früher deponiert, später war dann die Verbrennung die Lösung. Zukünftig, nach Inkrafttreten der neuen Gewerbeabfallverordnung, muss der nicht sortenreine Abfall vom Erzeuger oder bei besonders genehmigten Entsorgern vor der Verbringung zu anderen Städten sortiert werden. Die Firma Delorein ist ein speziell dafür genehmigtes Unternehmen. Hier wird also noch einmal eine Sortierung und Auswahl vorgenommen. Erst der nicht mehr weiter sortierbare Abfall ist dann wirklich Abfall. Wirklich Abfall? Auch nicht ganz richtig. Denn auch hier wird noch ein Nutzen herausgezogen. In großen Verbrennungsanlagen wird mit diesem Abfall Energie, sprich Wärme erzeugt und unter anderem privaten Haushalten zugeführt.
Man heizt weder mit Öl noch mit Gas oder Kohle. Man heizt ohne Bodenschätze. Man heizt mit Abfall. Was da noch übrig bleibt, ist ein Häuflein Asche. Damit unsere Kinder morgen auf dieser Welt nicht im Regen stehen. Vertrauen Sie uns, vertrauen Sie dem Containerdienst Delorein, der nicht nur ein Containerdienst ist. Nur gemeinsam können wir unsere Umwelt erhalten. Ihre Abfälle sind wertvolle Rohstoffe. Wir garantieren die vollständige und umweltgerechte Weiterverarbeitung aller Wertstoffe. Containerdienst Delorein, Ihr Entsorgungsfachbetrieb für den Niederrhein.